Mit dem Museum, das der Heimatverein Friedberg hier im 19. Jahrhundert eingerichtet hat im Schloss, begann die Nutzung des Schlosses auch für bürgerschaftliche Zwecke über den Behördenstandort hinaus. Und jetzt sind wir praktisch davor, kurz wirklich vor dem großen Ziel, dass wir das gesamte Schloss der Bürgerschaft erschließen. Wir haben jetzt schon den Veranstaltungssaal fertig und das ganze Zentrum gemacht. Und jetzt, nach 23 Millionen Investitionen, sind wir fast auch fertig mit dem Museum. Und nun schauen wir uns mal an, wie weit wir dabei sind. Bitte schön. Das Museum im Wittelsbacher Schloss wird schon in wenigen Wochen eröffnet. Es gibt noch sehr viel zu tun, aber einen kleinen Überblick über die einzelnen Abteilungen können wir uns jetzt schon verschaffen. In der ersten Abteilung präsentieren wir die Stadtgeschichte hier sowie in diesem Raum hier. In der zweiten Abteilung werden die Friedberger Uhren präsentiert und zur Einstimmung werden die Besucher später hier einen Uhrenfilm sehen können. Im ersten Raum mit den Friedberger Uhren ist momentan die Uhrmacherwerkstatt eingerichtet, aber nur für die Restauratoren, nicht für echte Uhrmacher. Und die Restauratoren werden unsere Uhren montieren. Es sind insgesamt 5 Räume, die wir den Friedberger Uhren widmen. Und hier zeigen wir unsere Highlights, die Friedberger Kutschenuhren. Es gibt Projekte, die sind für uns Museumsarchitekten und Szenografen eine besondere Herausforderung. Durch die Betonung dieser Enfilade zum Beispiel haben wir es geschafft, den Räumen eine Großzügigkeit zu verleihen. Diese Enfilade werden wir aber die nächsten Tage im Zuge der Fertigstellung des Museums mit Einbauten versperren. Diese Einbauten sind Highlightbänder, die die besonderen Objekte der Uhrensammlung tragen werden. Unter anderem wird auch eine Uhrmacherwerkstatt und Uhrmacherwerkzeug zu sehen sein. Im Schloss war früher eine Fayence-Manufaktur untergebracht und auch deren Preziosen sind im Museum ausgestellt. Jetzt haben wir eine Zeitreise gemacht, viele Jahrmillionen zurück in der Friedberger Geschichte. Und damals gab es hier tatsächlich noch Urelefanten, also Elefanten, die viel älter waren noch als die Mammuts, die viele Leute kennen. Was die meisten Leute garantiert nicht wissen, ist, dass wir hier in Friedberg Überreste von ururalten Tieren haben, nämlich von Urelefanten, die mehr als 10 Millionen Jahre alt sind. Die können Sie hier auf dem Bild wunderbar sehen. Wir haben aus dieser Zeit von diesen Tieren sehr spannende Relikte, nämlich ihre Zähne, Backenzähne und auch Stoßzähne, die mächtig sind. Und ich denke mir, dass gerade die Schulklassen sich darauf sehr freuen werden und das sehr, sehr spannend finden. Im Erdgeschoss präsentieren wir die sakrale Kunst von Friedberg und hier können Sie schon die heilige Afra, die Diözesanheilige, sehen. In der letzten Abteilung stellen wir 3 Friedberger Künstler vor, darunter Fritz Schwimbeck. Er ist hier im Schloss aufgewachsen. Sie sehen, es gibt noch viel zu tun. Aber wir werden rechtzeitig fertig werden und unter dem Titel glanzvoll eröffnen. Und wir freuen uns schon sehr auf Sie als unsere Besucher.